Ja, und dann muss ich mich entscheiden. Majestätischer Orgelklang im Dom oder Führung durchs Diözesanmuseum. Also was jetzt? Orgel oder doch Maria? Na gut, dann doch 1001 Gesichter der Liebe. Die aktuelle Ausstellung des Diözesanmuseums bei einer nächtlichen Führung und die Fragen, wer war Maria? Wo begegnet sie uns heute? Was wissen wir von ihrem Leben und welche Gnadenbilder ziehen seit Jahrhunderten und bis heute Menschen an besondere Orte? Oder vielleicht eine Dame, die nach dem Vorbild, so wie Maria selbst benannt worden ist, nämlich die Miriam. Heute sind beliebte Vornamen Abwandlungen von Maria wie Marie oder Doppelnamen. Aber der Name Maria rangiert bei den Vorgaben für die Vornamenvergabeliste auf Platz 6. Also ist nach wie vor sehr beliebt. Die Sonderausstellung im Diözesanmuseum Graz, Maria, 1001 Gesichter der Liebe, sucht die Antworten in Bildern und Darstellungen durch die Jahrhunderte in steirischen Kirchen, Klöstern und Gnadenorten bis hin zu dieser jungen tschechischen Fotokünstlerin Jitka Dubalova, die Erfahrungen als junge Mutter in einer Fotoserie mit den gängigen Bildtypen der Gottesmutter verknüpft. Mir persönlich gefällt die Ausstellung sehr, sehr gut, weil man einfach auch die ganz verschiedenen Facetten der Mariendarstellungen kennenlernt. Und auch dieses 1001 ist für mich das Besondere, wenn man zum Abschluss der Ausstellung schaut, ist eine leere Fläche. Und das ist einfach das, wo man hineinschaut und sich selber als Maria sehen kann, aber auch die vielen verschiedenen Mariendarstellungen im Kopf durchgehen lassen kann. Welche von diesen vielen Darstellungen hat Sie am meisten beeindruckt? Gibt es da eine? Das ist diese eine Madonna, wenn Sie ganz hinten, also zum Schluss schon schauen, diese schwangere, holzgeschnitzte Madonna, die beeindruckt mich am meisten. Warum die? Weil ich einfach schwangere Frauen total toll finde, weil da kommt wieder Leben und da ist wieder was Neues im Entstehen und ein kleines, liebes Kind kommt raus und das passt. Wenn Sie die Ausstellung im Diözesanmuseum in der Langen Nacht der Kirchen verpasst haben, bis 11. Oktober haben Sie noch die Chance, in Graz zu sehen.